Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wiegauf, ich bin der Medi-Urs. Es geht um Notfallvorsorge, aber es geht im Grunde noch um viel mehr. Und zwar geht es, wenn wir das mal nüchtern und bei Licht betrachten, unter anderem um Bevölkerungsschutz. Und im Rahmen dieses Bevölkerungsschutzes möchte ich euch mal so ein kleines bisschen in meine Gedankenwelt mitnehmen. Nein, das ist nicht schlimm oder ansteckend oder so. Aber wir haben im Katastrophenschutz in diesem unserem Lande schon sehr, sehr lange ein sehr, sehr großes Problem. Showtime, folks. Und bestimmte Dinge, bestimmte Probleme sollten wir langsam mal auf die Kette kriegen, wie ich finde. Ja, jetzt wird der ein oder andere wieder rumjapsen. Nee, hier nix Politikkanal, andere Baustelle, jalla. Hier Notfallvorsorge, Bevölkerungsschutz. Und ich mache das Ganze schon eine Weile. Ich bin in der Feuerwehr aktiv, seitdem ich 13 bin. Ich bin jetzt 50. Ich bin also schon ein Sekündchen dabei, könnte man meinen. In dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel getan. Ich gehöre zu einer Generation, die sich mit 16 darüber Gedanken machen sollte und musste, wie es denn ab dem 18. Lebensjahr weitergeht. Denn ab 18 wurde in Deutschland damals jeder junge männliche Mitbürger, Mitbewohner, hätte ich bald gesagt, Mitbürger, Staatsangehöriger, wie auch immer, von der Bundeswehr gemustert und dann zum Wehrdienst eingezogen. Es gab noch die Möglichkeit, Zivildienst zu machen, den Zivildienst anzutreten, der war ein bisschen länger, und es gab die Möglichkeit, dass man sich über per Katastrophenschutzgesetz in Hilfsorganisationen engagiert und sich dann für eine bestimmte Zeit verpflichtet. Als ich mit der Feuerwehr angefangen habe, war die Verpflichtung für den Katastrophenschutz in der Feuerwehr und für THW und die verschiedenen anderen HIOGs bei 10 Jahren. Dass du 10 Jahre dich verpflichten musstest. Du musstest eine bestimmte Anzahl an Übungsdiensten mitmachen. Und auch sonst warst du da durchaus gefordert, dich da in der Gemeinschaft einzubringen. Den ersten großen Knacks gekriegt hat der Katastrophenschutz mit dem Fall der Mauer. Denn der Katastrophenschutz war darauf ausgelegt, dass es irgendwann mal, dass wir von Russland oder den dazugehörigen überrannt werden oder mutmaßlich überrannt werden. Und von daher gab es entsprechende Patiententransportkomponenten und so weiter und so fort. Kennt noch jemand außer mir irgendwie diese uralten Ford Transit mit 4 Tragen drin? Alter, waren das Geschwüre, ey. Und teilweise fahren die Dinger ja immer noch, ey. Oh. Goodness, ey. Heimatland. Der Katastrophenschutz war darauf ausgelegt, dass es irgendwann einen sogenannten Verteidigungsfall gibt. Bevölkerung, was zu essen kriegen muss, demzufolge Betreuungszüge, dass Personen von A nach B transportiert werden mussten. Deswegen auch sogenannte Patiententransportzüge. Das waren, wie gesagt, diese 4 Tragenwagen. Dann gab es noch Arzttruppwagen und wie sie nicht alle hießen. Alter Schwede, teilweise blattgefedert, unglaublich. Also mit heute nicht mehr wirklich vergleichbar. Also überhaupt nicht mehr vergleichbar. Damals hatte man aber auch wenigstens noch das Personal, was die ganzen Tragen auch kellnern konnte. Mit dem Fall der Mauer und dem Eindampfen des Katastrophenschutzes wurde die Nummer schon relativ eng. Aber so richtig eng wurde die Nummer,
als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Und dieses Aussetzen der Wehrpflicht hat diesem unserem Land einen Schaden zugefügt, meine Damen und Herren, der in Zahlen, Daten und Fakten eigentlich überhaupt nicht zu beziffern ist. So schlimm und so groß. Aus dem ganz einfachen Grund, diese Zivildienstleistenden, von denen ich gerade gesprochen hatte, die wurden in Hilfsorganisationen, teilweise sogar im Rettungsdienst eingesetzt, haben 520 Stunden Rettsanlehrgang gemacht, haben dann Rettungssanitäter gemacht, haben Krankentransporte gemacht, waren in alten Wohn- und Pflegeheimen, waren in Kindertagesstätten, in Krankenhäusern. Ein Kumpel von mir hat sein Zivi im Krankenhaus am OP gemacht. Und diese Stellen waren mit einem Schlag von jetzt auf gleich innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Da hat also sich keiner Institution wirklich drauf einrichten können, waren die weg. Und der Nachfolger dazu, der Bundesfreiwilligendienst, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ein Witz und eigentlich kein besonders guter, wenn wir mal ehrlich sind. Weil das, was an Leuten durch den Bundesfreiwilligendienst generiert wird, das ist gerade mal so ein bisschen das ist homöopathische Dosis. Das ist der Gruß aus der Küche, wenn überhaupt. So, und das Problem ist, dass wir nach wie vor sehr, sehr große Schadenslagen in diesem unserem Land haben. Oder Lagen, in denen der Katastrophenschutz eingebunden wird, auch wenn die mit einer Katastrophe katastrophal wenig zu tun haben. Wie zum Beispiel 2015 mit der Flüchtlingshilfe. Und aus dieser Zeit und auch aus dem Ahrtal wissen wir, dass es in solchen Situationen eine unfassbar große Bereitschaft gibt zu helfen. Wir wissen aber auch, dass keiner mehr wirklich Bock hat, sich aktiv in einer Hilfsorganisation zu engagieren. Oder nur sehr, sehr wenige. Und für das, was uns da teilweise erwarten kann, sind das zu wenige. Und zwar viel zu wenige. 2002 bei dem Elbhochwasser, oh, Alter. 2002 bei dem Elbhochwasser in und um Dresden herum, da hat das THW das sehr, sehr gut gemacht. Da hat sie jedem Helfer, der helfen wollte, einen vorläufigen Mitgliedsantrag unter die Nase gehalten, den unterschreiben lassen und die Leute hatten zumindest Versicherungsschutz. Daraus wird ein Schuh. Was man im Ahrtal gemacht hat, was Frau im Ahrtal gemacht hat, und das war niemand anderes als Frau Präsidentin der inzwischen Frau Präsidentin der Bundesanstalt des Technischen Hilfswerks, das war, dass die Frau verbal gegen nicht organisierte Helfer eingeprügelt haben, die so ganz nebenbei mal erwähnt, Leute aus ihrer eigenen Bundesbehörde abgelöst und denen zumindest ein paar Stunden Pause verschafft hat, die ihren Leuten tatsächlich zu essen, zu trinken, Unterschlupf gewährleistet hat. Auf die kann man natürlich einprügeln. Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, ich bin ja nur Unternehmer. Kleiner Unternehmer, aber Unternehmer. Aber ganz ehrlich, ein derartiges Verhalten hätte innerhalb von 2 Tagen nach diesem Ereignis zum fristlosen Rauswurf und nicht zur Beförderung von der Vizepräsidentin zur Präsidentin geführt. Denn mir sind allein über 90 Austritte aus der Bundesanstalt des Technischen Hilfswerks bekannt. Vom einfachen Helfer bis zur Führungskraft, also Truppführer, Zugtruppführer, Gruppenführer, sucht's euch aus, alles bunt dabei. Und wir reden hier von einer christlichen Organisation junger Menschen, die eh nur 91.000 Mitglieder in Deutschland hat. Mal so als Vergleich. Meine erweiterte Familie, Feuerwehr, hat in diesem unserem Land 1,2 Millionen Fußgänger in Uniform im aktiven Dienst. Noch einen dazu, von diesen 1,2 Millionen Feuerwehrranten sind gerade mal 30.000 Berufsfeuerwehrleute. Ups, that's übersichtlich. Das ist verdammt übersichtlich. Bei den verschiedenen kreuztragenden Hilfsorganisationen sieht es nicht viel anders aus. Mit dem Unterschied, dass die Führung da den Ball relativ flach gehalten hat.
Nichtsdestotrotz sind die Leute da in diesen Hilfsorganisationen gerade im Ahrtal nicht nur an ihre Grenzen, sondern auch kilometerweit darüber hinausgegangen. Mit den Folgen, dass einige sich hinterher haben krank schreiben lassen müssen, weil die einfach psychisch und physisch völlig auf waren. Also völlig auf waren, so richtig durch. Also, wenn man so will, durch und durch, durch. Und auch da spricht heute irgendwie vorsichtshalber keiner mehr auch nur ein einziges Sterbenswort drüber. Die Frage, die ich auch hier ganz gerne mal loslassen möchte, ist: Wie schaffen wir es, diese freien Helfer, die helfen wollen und können, dass wir die irgendwo in solche Geschehnisse einbinden? Und ich weiß, dass das geht. Und ich erzähle auch gerne, woher ich das weiß. Bummlige 1200 Helfer von diesen nicht organisierten Helfern habe ich hier aus Norddeutschland koordiniert. Da habe ich aus meinem Büro im Grunde sowas Ähnliches wie ein Lagezentrum gemacht. Unser Anhänger ist zwischendurch für ein paar Wochen in, unser Pferdeanhänger ist zwischendurch ein paar Wochen im Ahrtal gewesen, hat insgesamt 70 Pferde transportiert und evakuiert, hat auf dem Weg runter zwei Notstromaggregate, vier große Tauchpumpen und bummelig 1000 Meter Schlauchmaterial mitgehabt und diverse Kabelroller. Da habe ich das Material wiedergesehen? Nope. Und wisst ihr was? Dann halt nicht. Dann hat der Kram wenigstens einmal in seiner holden Existenz auf diesem Planeten irgendwas Sinnvolles getan. Ich will nicht über die Maße gleichgültig wirken, aber mir doch egal. Merkt ihr es? Wir haben auch andere christliche Vereinigungen junger Menschen, wie zum Beispiel das Team von und um und bei Mick Markus mit medizinischem Material versorgt. Das, was wir gerade so aus der hohlen Hüfte leiern konnten. Wir haben anderen Leuten mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wir haben Kontakte hin und her geknüpft. Netzwerk. Ihr wisst, wie das ist. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Ist so. Wie können wir es tatsächlich hinkriegen, dass wir diese freien Helfer gerade bei größeren Schadenslagen tatsächlich sinnvoll einbinden können in solche Einsätze? Und die Leute, die ich koordiniert habe, die habe ich unter anderem nach Berufsausbildung koordiniert und nach entsprechenden Fertigkeiten. In bestimmten Orten und Ortsteilen sind, und zwar ist da so eine Art hausarztähnlicher Betrieb aufrechterhalten worden. Da haben wir Helfer hin organisiert. Diese Helfer waren Krankenschwestern, Krankenpfleger, Leute mit irgendwem oder irgendwas an medizinischer Ausbildung, die tatsächlich helfen können und wollen und bestimmte Dinge auch tatsächlich dürfen. Wir haben Elektrikertrupps koordiniert. Wir haben Tischler und Zimmerleute erfolgreich da unten verteilt. Aber es macht schon Sinn, wenn du eine Familie hast mit mehreren Kindern und eventuell noch Großeltern. Und da hat es irgendwie tragende Teile vom Dach weggerissen. Da wäre schon ganz schön, wenn dieses Dach irgendwie wieder zu. Also ein Satz Dachdecker, ein Satz Zimmerleute und fertig werden. Und das haben wir von hier oben aus tatsächlich hingekriegt. Muss man wollen. Geht aber. Und ich denke, dass da sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass ich der Einzige bin mit so einem fachlichen Granatsplitter im Schädel. Von daher ist die Frage, wie man tatsächlich diese, ich nenne sie mal freie Radikale, wie man die in die Hilfsorganisation integriert, ohne dass man denen jetzt irgendwie dauerhaft auf den Pommes geht, mit irgendwelchen dauerhaften Mitgliedschaften. Da hat nämlich keiner Bock drauf. Zumindest von denen, die nicht in der Hilfsorganisation sind, die haben da keinen Bock drauf. Und ich kann es nachvollziehen, wirklich. Ich bin in vielen anderen Hilfsorganisationen gewesen, in verschiedenen Positionen. Es hat gute Gründe, dass ich mit meinem Tun und Handeln selbstständig bin. Kinnings, passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.